Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Es handelt sich um Alex, ein Spiel, was ihr schon wisst, auf das ich schon sehr lange warte, ein neues Meisterwerk der Gothic-Macher Byrhunharbites, und trotz allen Fürsprachen und Gegensprachen dieses Spiels möchte ich mich selber davon überzeugen, wie Alex sein wird. Ich bin auf jeden Fall Feuer und Flamme. Ich hoffe, ihr auch. Und wir werden hier sehr viel zu tun haben, glaube ich. Das Spiel ist recht groß. Und ich bin wirklich gespannt, wo es uns hin verschlägt, was wir erleben werden. Ich werde auch mal, glaube ich, eine beliebige Taste drücken. So, machen wir mal. Jawohl. Das Spiel speichert automatisch, das ist sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, ne? Meine Gothic-Geschichten. Ja, speichern war nicht immer, mein Freund. ihr seht schon, fortsetzen das Spiel. Ich habe nur ganz kurz einen Aufnahmetest gemacht, um zu schauen, ob das Spiel läuft. Es müsste eigentlich funktionieren. Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich einem kleinen Bug zum Opfer gefallen bin, und zwar das Wasser wird sich etwas schier anschauen für den Anfang, bis das von Byrhunharbites gepatcht wird. Es hat nichts mit Grafikkarten zu tun oder dass mein PC zu schwach ist, aber Byrhunharbites hat schon Stellung dazu genommen und sie werden das Problemchen sehr bald gelöst haben. Ich werde jetzt trotzdem mal auf neues Spiel gehen, weil das jetzt doch ein bisschen laut ist und wir werden einfach ein bisschen später weiter quatschen. Okay? Also gut, wir beginnen jetzt. Und zwar mit dem Schwierigkeitsgrad, ich würde sagen, wir nehmen mal normal. Das ist eh normal, also... Der Planet Magallan. Unsere Heimat. Vor 160 Jahren wurde sie durch einen Meteoriteneinschlag fast vollständig zerstört. Doch es gab Überlebende, die sich aus den Ruinen der alten Welt wieder neu erhoben. Die Schwachen flohen in die Wildnis, wurden größtenteils dezimiert oder versteckten sich hinter dem Schutz der neu formierten Gemeinschaften. Die Starken kämpften um die knappen Rohstoffe und Waffen, die die alte Welt ihnen hinterlassen hatte. Doch der Meteor brachte nicht nur Zerstörung. Auch ein neues, bisher völlig unbekanntes Element kam auf unsere Welt. Elex. Es verlieh den Menschen unglaubliche Macht und die Fähigkeit, übermächtige Technik zu entwickeln und viele Arten von Magie zu wirken. Doch das hatte seinen Preis. Elex in seiner reinen Form führte zu Degenerationen der vegetativen Systeme des Körpers. Diejenigen, deren Geist stark genug war, konnten diesen Verfall überwinden und wurden zu emotionslosen und synthetischen Abarten der Gattung Mensch. Sie nennen sich selbst die Alps. Es dauerte nur wenige Jahre, bis die Alps stark genug waren, um den Rest der freien Menschen zu jagen und ihre Existenz zu bedrohen. Seither führen wir einen erbitterten Krieg gegen ihre Ausbeutung und Tyrannei. Einer der Alps, ein aufstrebender und siegreicher Feldherr, ist der effektivste unter ihnen. Wir nennen ihn die Bestie von Xarkor. Oh. Interessant. Thank you.
also deinen Auftrag. Du kennst unsere Direktive. Du weißt, es gibt nur eine Konsequenz für dein Versagen. Was? Ich wollte das Schiff nicht hinmachen. Au, voll im Bauch rein, ey. Wo bin ich hier? Wer ist denn das? Ich schlaf noch eine Runde. Toll, jetzt hat uns unsere Sachen geklaut. Sehr nett. Sonst ist alles noch dran. Okay. Das ist schon im Hintergrund. Dieses violett-schwarze Gezuppel. Das ist dieser Grafik-Bug, den wir momentan haben. Sehr viele Spieler haben. Wir können bei den Grafik-Sachen einstellen, was wir wollen. Das wird momentan nichts ändern. Verdammt, denn mein Schädel. Wenn ich überleben will, muss ich mich beeilen. Ja. Ohne eine geeignete Waffe bin ich erledigt. Richtig. Wie wir es ja auch von den Gothic-Reihen her kennen und wie ihr es von meinen Let's Plays her kennt, alles was so mit Gothic und Piranha Bytes zu tun hat, dieser gute Herr hat einen Schlag auf den Kopf bekommen und seitdem hört er mich als seine innere Stimme in seinem Kopf. Tja, dumm gelaufen, ne? Aber da muss er jetzt durch. Also, zu dem Grafik-Bug hier. Ist ein bisschen doof, ich weiß, aber ja, lass uns nicht unterkriegen oder uns die Stimmung versauen. Entschuldigung. Bin noch ein bisschen erkältet und meine Stimme macht hier ganz mit. So, also. Moment. Muss ich voll husten, ey, Entschuldigung. Also, was wollte ich sagen? Der Grafikbug hier, der wird von Piranha Bytes behoben. Das haben sie schon versprochen. Also wird es mal in den nächsten Tagen wahrscheinlich ein Update dazu geben. Und dann müsste das hier aufhören. Ja. Okay, ich sammle nebenbei schon wieder Pflanzen ein, also kleine Heilpflänzchen. Ich nehme stark an, dass es Alchemie auch wieder geben wird. Und wir brauchen eine Waffe, hat er gemeint. Ne? Was haben wir da? Oh, Pfeile. Ja, supi. Den nehmen wir gern mit. Tabtada. Tabtada. Sehr gut. Die Pilze gehen nicht. Haben wir da oben noch was? Ah, ja. Ah, hier haben wir was. Ein Giftkraut. Nehmen wir auch gern mit. Es ist halt das Doofe bei dem Wasserbug gerade eben, dass man halt Befehle oder Texte nicht so gut lesen kann. Ich werde versuchen, mich immer so hinzustellen, dass man das Wasser, dass es nicht uns unbedingt stört. Ne? Man kann übrigens, hier ist ja ein kleines Tutorial versteckt sozusagen, mit der Leertaste kann man klettern, aber ich glaube, das wird einem generell immer angezeigt. So, ja. Also wenn es was zu klettern gibt halt, ne? Ich will nur noch mal kurz eine Ehrenrunde machen. Ja, schau mal, kleines Heilkraut nehmen wir auch mit. So. Weil, ihr wisst ja, ich lasse hier und da Sachen liegen. Und das möchte ich so gut es geht vermeiden. Dieses Dreiecksymbol auf der rechten Seite, was gerade war, das zeigt an, dass es gespeichert wurde. Hier haben wir Feuerkraut. Mhm. Also ich bin mir jetzt recht sicher, dass es Alchemie geben wird. Ich hoffe, dass wir das auch erlernen dürfen, um uns Tränke zu brauen etc. Und ja, ihr seht schon, der Wasserbug, ne, ist etwas komisch. Wir sind jetzt gerade quasi durchs Wasser geplumpst. Hier hinten sehen wir, wie es eigentlich ausschauen sollte. Aber wie gesagt, wir kriegen das schon hin. Heureka! Irgendwas stimmt nicht mit mir. Meine Kräfte schwinden und ich... Was ist das?
Emotionen? Ach, das ist der Elex-Entzug. Ich muss längere Zeit bewusstlos gewesen sein. Ohne meine Elex-Ration. Ich war ja schon öfter mal auf dem Trocknen. Aber so schlimm hatte ich es noch nie. Na toll, wir sind drogensüchtig. Na, wie schön. Das kann man brauchen. Denn wir haben ja mitbekommen, dieses Elex ist ja so eine Art Droge. Kann man so sehen, ne? La 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 la. Also, nichts Gesundes. Was haben wir hier noch? Eine kleine Mana-Pflanze. Oha. Ich habe ja angekündigt, dass ich hier bei Elex etwas machen möchte, was ich bisher noch nie gespielt habe, in irgendeiner Gothic- oder Risen-Reihe. Ich meine, Risen ist ja was anderes eigentlich, aber jetzt auf den ersten Teil bezogen. Hä? Was grunzt denn darum? Was bist denn du? Oh, ich sollte mir die Waffe ziehen, ne? Wir haben, glaube ich, Komposchlag ausführt. Aha. Warum schlage ich mit der Faust? Mit genügend Ausdauer kannst du leichte, linke Maustaste und schwere E-Angriffe miteinander kombinieren. Je länger diese Kombo ist, desto mehr Schaden verursachst du. Aha. Gut. Okay. Aber jetzt ist die Waffe doch da. Eine kleine. Bist du Bestratte? Aha. Schön. Zack. Die Ruine da könnte mir Schutz bieten. Aha. Okay. Vielleicht finde ich da noch etwas Brauchbares. Rohes Fleisch haben wir bekommen. Sehr, sehr gut. Die Ratte ist tot und rohes Fleisch haben wir gekriegt. Ich will mal ein Stück meine darüber Haut. Gehen. Ha? Ich bin von einem freien Menschen kaum noch zu unterscheiden. Ist auch eine Folge meines Elex-Entzugs. Ja, du bist so arm. So. Ja, jammern, immer jammern. Was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich sagen? Ich renne mal im Kreis herum. Man merkt schon beim Kampf, bei der Kampfsteuerung, es ist ein bisschen an Risen angelehnt. Also wir können jetzt das Mausrad drücken und schon haben unsere Waffe. Das mit den Kompo-Geschichten kennen wir auch aus Risen. Dies soll hier bei Elex sehr gewichtlastig sein. Also mal schauen, ob ich sowas hinkriege überhaupt. Und ja. Also ihr dürft euch wieder auf viele fröhliche und schöne Fails von mir freuen. Was haben wir denn da? Ein kleiner Heiltrank, den nehmen wir aber gern. Und kleiner, was ist das? Energiespeicher. Was ist ein Energiespeicher? Aha. Okay. Ich denke immer, die blauen Blumen sind was. Ist das gesund, wenn ich hier raufgehe? Das ist nämlich immer so die Frage. bei den Biranha-Bites-Spielen ist es gesund, abseits des Weges zu gehen. Meistens nicht unbedingt, aber das schaut denn schon fast nach einem Schatz aus. Aha. Da werden wir doch mal raufklettern, oder? Es speiert eh automatisch, wie gesagt. Heureka. Schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. So. Noch tötet uns nichts. Die Betonung liegt auf noch. Aber so ein Schatz wäre echt cool oder eine bessere Waffe. Was bist denn du? Kleiner Weißer. Aha. Oh, das geht. Oh, hoppala. Was ist denn jetzt los? Au! Um einen Angriff abzuwehren, kannst du parieren mit der rechten Maustaste oder ausweichen zweimal in eine Pfeil, also in eine Laufrichtung zu drücken. Häufig kannst du einen Angriff auch durch eine eigene Attacke unterbrechen. Aha. Mit Eingabe bestätigt. Okay. Ich muss mal weg. Ja, ja, ich habe keine Energie, glaube ich, ne? Weil wieso sollte sonst dieses. Es gibt hier Beißer auch, die kennen wir noch aus Gothic 2. Ich muss weg da. Deine Gesundheit ist gesunken. Benutze Heiltränke, um Gesundheit zurückzubekommen. Wirst du beim Trinken unterbrochen, wird die Heilung auch unterbrochen. Das ist scheiße. Nee, das ist unfair. Alter Schwede. Na, in den Rücken rein am besten. Oder auch nicht. Boah, ich muss echt was trinken. Hat es. Hey, das ist unfair. Ich habe gerade auf 3 gedrückt. Ich musste echt stehen bleiben, ne?
Ich muss es ja noch lernen. So, lädt er automatisch. Jupp. Aha, das ist so ein Speicherdingens. Wie wir es, glaube ich, wie wir es von Skyrim kennen, glaube ich. Da gibt es auch so meterlange Speicher-Spielstände, so wollte ich sagen. Dann wenigstens haben wir das Vieh schon gekillt. Okay. Dann müssen wir nochmal einsammeln. Alles klar, dann schaue ich mich nochmal hier um. Vielleicht ist hier im Klo irgendwas. Na? Schaut aus wie ein Klo. Wie so ein Baustellenklo, ne? Warte, warte, was? Da stand doch gerade was, oder? Habe ich mir das eingebildet? Jo, habe ich. Hab's mir eingebildet. Da ist auch nichts. Aha, da ist wieder ein Haus. Eine Ratte. Mal bist du süß. Hallo. Ja, na du. Du schaust aus wie meine Mäuschen, nur größer. Ja. Nehmen Setzerbogen. Aha. Ja, die Pfeile haben wir schon. Was ist da noch? Elektroschrott. Ein Pfeil. Eisenerz. Aha. Na gut, dass ich nochmal hierher bin, ne? Schatulle. Ein Krug. Klebeband. Was war das? Kleiner gelber Stein. Aha. Dann ein Wein. Ja, den können wir bei meinem Let's Play schon sicher brauchen. nicht wundern, der erste Part hier wird wieder ein bisschen länger sein, weil es ja der erste ist und die nächsten sind ja wieder mit 20 Minütchen. Ich glaube, das ist okay. Das Spiel wird wahrscheinlich richtig groß werden, also wir werden hier lang dabei herumzocken, glaube ich. Also habe ich zumindest im Gefühl, 21 GB, so groß war das Spiel zum Installieren. Verrottete Technologie der alten Welt. Hier ist nicht mehr viel zu holen. Oh, das ist schon groß. Konservendosen. Da sind sicher leckere Schnitzel drinnen oder Bohnen. Nom nom nom. Da. Ist das normal, dass da hinten irgendwas grunzt? Ein Bürostuhl zum Hinsetzen. Aha. Ja, wir gehen einmal Klumpert einsammeln, ne? Dietrich ist sicher nicht verkehrt. Heiltrank. Können auf den Tisch klettern. Echt jetzt? Tatsächlich. Vielleicht soll ich nochmal hinten aufs Regal auch klettern. Nicht, dass sie was übersehen, du. Das sieht aus wie Klebeband. Na, nicht wirklich, gell? Ja, Mieps, Mieps. Mieps, Mieps. Ja, ja. Ha? Ah, da unten ist eine große Ratte. Ein Kartenstück. Aha. Aha. Und wo sind wir? Wird wahrscheinlich nicht so leicht eingezeichnet sein. Okay. Macht nichts. Schrottpatronen. Das heißt, es gibt hier auch irgendwo eine Buffen. Mhm. Sollte. Super, der grunzt was zusammen. Da wird einem ja gleich mal anders. So, wie kommen wir eigentlich ins Menü? Wahrscheinlich mit I? Richtig. Eine Eisenstange ist unsere momentane Waffe. Zweihändig gibt's, dann gibt's Gewehre. Aha. Den Bogen können wir denn auf 2 platzieren. Richtig, das klappt. Super. Schwer. Magie gibt's auch. Ja, weil das möchte ich nämlich gerne machen. Ich würde wirklich gerne den Zweig eines Magiers, sag ich mal in Anführungszeichen, einschlagen, wenn's geht. Ja, viel von dem haben wir nicht, ne? Zum Heilen. Ich glaube, das wird heilen sein, oder? Das Symbol dafür. Schaut eher nach Fähigkeiten aus. Rüstung haben wir wahrscheinlich noch gar nichts. Na, da ist nicht viel. Was haben wir da? Kleine Energiedings, Heiltrank. Ah na, den wollte ich nicht trinken. Ich wollte den. Wie geht denn das auf den. Aha, mit Y. Okay. Und hierhin. Aha. Was ist jetzt das? Kleine Energiespeicher. Ich sollte auch mal die Sachen durchlesen, ne? Es ist auf jeden Fall mal ein Trank. Wert 10
Cent, keine Ahnung, wozu das C steht, gibt 40 Energie, Voraussetzung Kleriker. Aha. Füllt die mentale Energie wieder ein wenig auf. Beim Heiltrank ist es wenigstens gleich stark wie der kleine Energiespeicher. Hat denselben Wert, heilt denselben Wert und heilt kleinere Wunden, steht als Info dabei. Super. Was haben wir hier? Süppe. Ist eine Nahrung, wer hätte das gedacht? Der Wert sind 4 Cent. Ich sage einfach mal Cent dazu, ich habe keine Ahnung, wie die Währung hier heißt. Gesundheit plus 12, Regenerationsdauer 12 Sekunden. Die einzelnen Zutaten sind nicht mehr auszumachen. Super, wahrscheinlich auch besser so. Sehr gut. Gut erhaltene Konservendose. Nahrung, Wert 3 Cent. Gesundheit plus 7, Regenerationsdauer 7 Sekunden. Enthält konserviertes Essen. Schmackhaft? Nein. Nahrhaft? Ja. Super. Und ein Schlückchen Wein, um das grausliche Gefraß runter zu spülen. Ist ebenfalls Nahrung, Wert 2 Cent, Gesundheit plus 10, Regenerationsdauer 10 Sekunden. Er ist etwas ranzig und schmeckt nicht besonders gut. Ich nehme alles zurück. Die Blöre ist gleich, ja, ach, lass mal das. In der Not frisst der Teufel fliegen, ne? Rohes Fleisch ist ebenfalls eine Nahrung, Wert 2 Cent, Gesundheit plus 1, Regenerationsdauer 1 Sekunde, muss noch gebraten werden. Sehr gut, das ist sehr, sehr gut, das braucht man nach wie vor, dass wir was kochen können, das ist supi supi. Was ist denn jetzt ein Feuerkraut? Eine Pflanze, wer hätte das gedacht, ist 5 Cent wert, Feuerresistenz plus 5, Resistenz, Entschuldigung. Plus 5, Effektdauer 30 Sekunden, Gesundheit plus 4, Regenerationsdauer 4 Sekunden, für Alchemisten, ding ding ding, richtig geraten, vielseitig einsetzbar, da habe ich ja schon im Voraus richtig mitgedacht. Das Giftkraut, ebenfalls Kategorie Pflanze, Wert ebenfalls 5 Cent, Effektdauer 30 Sekunden, Gesundheit plus 2, Regeneration 2 Sekunden, für Alchemisten, vielseitig einsetzbar, ich glaube, das lassen wir mitlesen. Mana-Pflanze, sie kann in der richtigen Anwendung eine starke Wirkung entfalten. Heilkraut wird wahrscheinlich ebenfalls für Tränke gebraucht werden. Gut zum Brauen von Tränken gegen kleine Wunden, richtig. Also kleines Heilkraut und die Heilpflanze ebenso. Jawohl, der Wert ist nur ein bisschen anders, der Rest ist gleich. Und die kleine Mana-Pflanze, gut zum Brauen von magischen Tränken. Jo. Dann haben wir hier einen Dietrich, nützlich, um Schlösser zu knacken, wer hätte das gedacht. Materialien, Elektroschrott ist 10 Cent wert. Elektronische Einzelteile sind vielseitig verwendbar. Wer kein handwerkliches Talent besitzt, kann sie auch einfach verkaufen. Okay. Klebeband klebt ziemlich stark und Eisenerz kann man als Schmied gut gebrauchen. So, dann haben wir einen Krug, das wird wahrscheinlich unter Schrott fallen. Ja, Krempel. Also ein abgenutzter Krug aus Holz, eine Schatulle könnte wertvoll sein. Kann man die aufmachen? Ich habe mich, glaube ich, gerade verdrückt. Ich wollte sie aufmachen. Schauen überhaupt, ob das geht. Schaut nicht aus. Was haben wir noch hier? Kleiner gelber Stein. Ein Sockelstein. Na, gibt es sowas auch. Ist ja cool. Einen Moment bitte, ich muss mich kurz schneuzen. Erkältung und so, ne? Geht schon wieder? Entschuldigung, ist ja blöd. Hab mich gestern erkältet, mir geht es zwar heute schon wieder recht gut und morgen muss ich arbeiten gehen, aber ja, ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin, so muss ich sagen, damit ich überhaupt arbeiten gehen darf. Ja, was wollte ich sagen? Genau, der kleine gelbe Stein ist zum Sockeln, unverkäuflich sogar. Sockelbonus, Waffe. Malus-Resistenzen des Gegners plus 1. Adjuktor-Bonus-Resistenzen plus 1 kann mit geeigneten Waffen oder dem Adjuktor kombiniert werden. Voraussetzungen: Sockel einsetzen. Aha, damit wir können. Müssen wir lernen. Was haben wir denn hier? Hier dürften die Quests sein. Richtig, die laufenden Hauptmissionen. Ja. Hauptmission ist eh klar, Missionen, die den Hauptplot vorantreiben, überleben,
Was bringt das? Makalan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen. Gejagt von wilden Kreaturen und meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein, okay? Erledige die nächste Pestrate, das Vieh muss weg, es versperrt mir den Weg. Alles klar. Dann haben wir hier noch was, ein Kartenstück, 03. Schriftstück, Wert 15 Cent, ein Stück einer größeren Landkarte. Okay. Aha, Rezepte gibt's auch. Alter Schwede. Aha, hier haben wir die Karte. Ah, das sind wir, okay. Kranke Pestrate, werden sogar die Viecher angezeigt in der Nähe, das ist cool. Ah, das dürfte wahrscheinlich die Quest sein, denke ich mal, oder so. Okay. Gut, dann hätten wir das auch. Ein schöner Bogen, muss ich sagen. Einen Moment bitte. Muss ich nochmal kurz husten. Ja, räusper, räusper. Zielen mit der rechten Maustaste und feuern mit der linken. Ich hoffe, das geht so. Oh je. Ich will die 1 haben. Komm her, Mistviech. Zack. Bounce. Und hin ist er. So, jetzt nehmen wir mit die Sachen. 10 Erfahrungspunkte und rohes Fleisch haben wir bekommen. Boah, das Viech schaut aus, ne? Was liegt denn hier noch rum? Hier können wir nur raufklettern, ne? Da ist was. Elektroschrott. Mhm. Lalilalila. Ich werde das Zeug mal fürs Erste aufbehalten. Ein Spind. Was haben wir da drin? Kleiner Mana-Trank und eine Öllampe. Sie sieht kaputt aus. Hoppala, sie ist kaputt, so meine ich. Kleiner Mana-Trank. Na toll, man muss Berserker sein, um ihn nutzen zu können, scheinbar. Füllt deine magische Energie wieder ein wenig auf. Okay, wir nehmen alles mit. Das können wir mit der X-Taste tun. Gut, was haben wir noch hier? Da leuchtet was komisch. Elixit. Aha, was ist denn das? Das fällt scheinbar hier drunter. Den hatten wir schon. Die Öllampe. Na nü. Und wo ist jetzt dieses Elixit? Ich will ja wissen, was das ist. Keine Ahnung. Da, ich wollte ihn trinken. Ich wollte ihn eigentlich nur hier ja, als gesehen markieren. Keine Ahnung. Wird schon für was gut sein. So, was haben wir hier noch drin? Nichts, schaut aus, als wenn das drinnen wäre. Dabei spiegelt sich nur das Glas. Gut. Oh. Jetzt richtig war. Ich muss mal nach hinten. Oh, weia. Die Jagd beginnt. Passus 1. Wow. Kallax. Dieses Schwein hat mich verraten. Mehr noch. Er hat mich hinrichten lassen. Aber ich bin noch da und ich werde nicht eher Ruhe geben, bis Kallax im Dreck vor mir liegt. Hö, hö, hö. Richtig, so machen wir das. Und der Part ist auch schon zu Ende. Ich schaue noch kurz da hinten hin. Moment, kann er sich ja... Schau, da kann man sich voll festhalten da. Cool. Okay. Magnesiumfackel. Die nehmen wir mit. Licht im Dunkeln ist immer gut. Vielleicht ein Campingstuhl. Weißt was, da hocken wir uns mal hin. So, ist gut. Und genießen den Sonnenuntergang, Aufgang, irgendwie so. Ja. Genau, beenden jetzt den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden meiner zwischenzeitlichen Hustanfälle. Tut mir sehr leid. Und ich hoffe sehr, dass euch das Projekt hier gefällt. Ich bin nach wie vor Feuer und Flamme.
Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen nicht so gut. Wie gesagt, es gibt ja Gott sei Dank ganz, ganz viele Spiele auf dem Markt, die auch euren Genüssen und euren Vorlieben entsprechen. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin ja gespannt, was uns noch alles erwarten tut. Auf jeden Fall werde ich oben nochmal probieren, den kleinen Beißer umzuhauen. Da laufen wir dann auch gleich hin und ja, schauen, was der so Schönes für uns versteckt behalten hat. Tun tut. Jawohl, genau. Also gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!